Hallo und willkommen bei einer weiteren Runde World of Tanks. Unterwegs mit den Oho. Ein Stahlschwein oder ein möchtegern Stahlschwein, der Japaner. Meine Erfahrung bis jetzt mit dem Panzer. Er ist weich. Er ist wirklich sehr, sehr weich für den Stahl, der da verbaut ist. Könnte man eigentlich ein bisschen mehr erwarten. Das ist so das Problem. Er ist weich und er ist langsam. Oh fuck, und das ist ein IS-3. Und ich versuche mal ganz schwitsch hier abzudrehen. Komm schon, Turm, dreh dich. Ja, und da geht wieder die Arti auf mich. Ach, Mensch. Haben noch zwei Stück von den Nervensägen. Blem, der IS-3 kommt durch. Das war klar, der IS-3 kommt und dann kommt wieder die Arti. Ach, leck mich doch am Arsch. Geht mir das auf den Nerv mit den Scheiß-Artis. Das Scheißding einfach nicht. Oh, mal geht natürlich gegen Turm. Ach, Mann. Habe ich ein Glück. Leute, ich kann mich doch nicht auf alle Seiten konzentrieren. Komm schon, dreh dich, Tor. Dreh dich.
GW Panther sucht einen Freund zum Spielen. Was haben wir noch nicht gesehen? Den T-28 da hinten. Hm, komm, komm, komm. Komm, mein Lieber, oho. Sei mal bitte irgendwie dynamisch. Jetzt ist die Frage, wo ist der IS-3? Oh, ey, du nervst! So, den T28 bin ich ja selber mal gefahren. Ich weiß, der ist nicht unbedingt dynamisch. Aber sein Rohr ist gefährlich. Und da ja nun die beiden Artis wieder mir auf den Nerv gehen, weiß ich, einer von beiden wird mich wegholen. Oh nein, oh nein, oh nein! Ja, war klar. Scheiße. Also wie gesagt, der Oho, weiß nicht, der ist ein bisschen weich mit der Panzerung. Da war der Uni wesentlich besser dran. Und ich spiele den Oho bewusst. Bewusst mit der Kanone. Jo, Emil. Na, hätte vielleicht auch den Winkel verkürzen sollen. Der hat ja keinen richtigen Drehturm. Der T28. Ach, wäre ich mal richtig rangefahren. Ist mir gerade mal so eingefallen. Der hat ja auch keinen richtigen Drehturm. Der hat ja nur so einen halben. Ich glaube, das waren. Was waren das? 180 Grad? 160 Grad. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Fahr los. Jo. Na gut, Spiel verloren.
Ich krieg trotzdem ein Großkaliber. Ja, leck mich fett. Vor allem, der kleine miese Mist-Scout fast so viel Schaden wie ich. Oh, 5000 plus. 5000 plus gerade mal. Also hätte ich hier nicht die tapfere Gegenwehr gekriegt, dann hätte es auch bescheiden aussehen können. Ich mache einfach mal live ein einen Test, um zu zeigen, warum ich nicht mit der Derpgun spiele. Gib mir bitte ein Achtergefecht. Nein, da geht auch. Also ich glaube, das einzige Mal, wo mir der Derpgun oder wo ich mit der Derpgun richtig was getroffen habe, das war mit der Isu damals. Und sonst generell mit den kleinen Stummelviecher komme ich einfach nicht klar, weil man muss schon nah am Gegner stehen, um wirklich präzise zu treffen. Sollte es jetzt anders ausgehen, dass ich damit wirklich Schaden mache, bin ich auch geneigt, das Ding mal drauf zu lassen. Aber das wird nicht passieren. Und jetzt hier bitte fahren. So, was haben wir denn als Gegner? Ein Stahlschwein, ein VK 4502B. Das Ding habe ich ja selber. Und das hat abartig viel Stahl. Oder abartig viel angewinkelten Stahl und auch robusten Stahl. Das ist das, was der Panzer nicht hat. Und der nächste Nachteil ist die Waffenneigung. Durch die zwei Türme hier vorne kommt man nicht wirklich gut runter mit der Kanone. So kommt man und so nicht mehr. Jetzt bin ich natürlich so langsam, jetzt kriege ich hier kein Plätzchen mehr ab. Fahrt ihr komplett vor oder bleibt ihr stehen? Kritischer Treffer. Ist halt nur eine HE-Kanone. Und da muss man halt schon durchkommen, damit man Schaden macht und nicht auf wieder vorfahren.
Mr. Pershing, wo sind Sie? Ich. Nummer 1, elegant daneben. Kilometer weit daneben. Haben Sie böse erwischt. Oh, oh. War jetzt auch ein weiches Ziel. So ein Skorpion hat ja nun nicht wirklich viel, viel Panzerung. Scheiße, wo war er? Ist 3, mach keine Dummheiten. Ja. Gut, 2-4, aber weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll für eine Dopgun. Man muss halt wirklich komplett einzoomen, um präzise zu schießen. Ich sag mal, gegen weiche Ziele wie so ein TD, ist ja ganz nett. TDs oder Artis. Ach du Scheiße. Und wieder am meisten Schaden. Ach, Scheiße. Ja, Auswertung. 2,7 hochgerechnet an Schaden. 852 Basis-EP. 2,5 für den Tagessieg. 33.700 plus. 8 Schuss, technisch gesehen waren es 7 Treffer mit 7 Durchgänge. Ja, ist halt wirklich schwer. Wie gesagt, die Knifte kommt halt eher durch und ist auch präziser als das Ding. Ach, verdammt. Naja, ich muss mal gucken. Ich denke mal, ich werde abwechselnd mit beiden Kanonen spielen. Vielleicht werde ich ja doch noch irgendwie ein Freund der Dopgun. Wie gesagt, Ibchen da hinten. Was, muss ich gerade mal gucken. War das die SU? Ne, mit der ISO habe ich die, glaube ich, gespielt. ISO und Stummelkanone war es. Oder war es doch die SU? Ich weiß nicht mehr. Also... einer der beiden TDs habe ich mit Stummel gespielt. Ich weiß bloß nicht mehr welcher. Halt, einer der beiden TDs. Entweder war es die SO oder die ISO, ich weiß es nicht mehr genau. Nun gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Runde.